damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 Hot Wheels Expansion hier auf dem Kanal Demon Gamer XP live auf YouTube für mich, beziehungsweise, naja, wenn das Video kommt, dann dementsprechend ein paar Tage später vermutlich dann auch für euch. Und ja, schön, dass du eingeschaltet hast, beziehungsweise ihr, wenn ihr als Gruppe dieses Video schaut, und wünsche euch, beziehungsweise dir, dahingehend natürlich viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung für diese Folge, denn für uns steht es jetzt an, naja, uns aus der Rookie-Klasse rauszuschmeißen, ja, weil mittlerweile sind wir ja dazu berechtigt, hier jetzt auf Profi an den Start zu gehen, beziehungsweise als Profi, und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, ja, mit Hilfe von des Deora 2, ja, eines der ikonischsten Hot Wheels Fahrzeuge überhaupt, ja, die Qualifikation zu bestehen. Und zwar sollen wir auf der Wasserrutsche auftauchen und das innerhalb von 2 Minuten schaffen. Also, das ist schon eine kleine Kampfansage. Ich schließe sie ab und ich setze deinen Rang auf Profi. Ich sag Alejandra Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Alles klar. Ich habe Haleys alte Hot Wheels Kataloge durchgesehen. Ich hab da vielleicht was, aber ich brauche dich hier unten. Und zwar jetzt sofort. Was? Hallo, haltet mich nicht davon ab! So, da können wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Boah, ich finde diese... Hey, wie nennt man das Ganze? Hier diese... Ah, Ventilatoren? Wow. Ey, ich finde diese Strecken schon cool designt auf jeden Fall. So. Ah, kommen wir mal den Hang hoch. Ja, ich habe da ein bisschen abgebremst. Auch natürlich jetzt mit Absicht. So. Ja, wie gesagt, die Qualifikation steht an. Ja, die Chance natürlich, dass wir dann mit der A-Klasse dann unterwegs sind. Also jetzt immer noch nicht die von Mercedes A-Klasse. Ja, weil wir nebenbei die neue A-Klasse noch nicht im Spiel haben. Was ich mir auch nebenbei sehr gerne wünschen würde, Playground Games. Ja, zumal, kleiner Fun Fact, ja, Hot Wheels hat ja im Rahmen von Forza Horizon 5 auch nochmal eine kleine Exclusive-Series rausgehauen an Miniaturfahrzeugen, die man sich erwerben konnte. Und da waren so ein paar dabei gewesen, wie halt zum Beispiel der Porsche 911 997.2 GT3, und einer Mercedes AMG A45 vom 2019. Und ich hatte dann mir dabei gedacht, okay, das sollte wahrscheinlich hier als fester Bestandteil zum Release reinkommen. Naja, sagen wir es mal so, ist bis heute noch nicht erschienen. Also, ich glaube immer noch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir vielleicht die A-Klasse dann noch reinbekommen, die Facelift. Würde ich mir auch sehr wünschen, weil es auch echt ein cooler Hot Hatch. Aber gut, nur so mal als kleiner Funfact nebenbei. Hydra-Schlucht. Boah, jetzt sind wir auf dem Wasser unterwegs. Und jetzt dürfen wir gleich vermutlich hier wieder der Wasserstrecke entlang runterfahren, ne? Das sehe ich doch schon gleich wieder kommen. Jetzt haben wir auch echt abgefahrene Namen für die Gebiete, ne? Boah, dieser Baum hier ist auch echt wild, ne? So, sind wir jetzt auch schon am Zielort. Surf's Down. Oh yeah. Oh ja, mit dem Deora 2 können wir an den Start gehen. Und das tun wir auch. 2 Minuten. Ja, also von daher sollten wir uns jetzt mal ein bisschen anstrengen. Haley wollte schon immer mal sehen, was der Deora 2 in dieser Größenordnung kann. Und dafür müssen wir ihn wohl zum Surfen mitnehmen. In deiner nächsten Quali musst du es bei hoher Geschwindigkeit mit den Wasserrutschbahnen aufnehmen. Los geht's. Ja komm, es wird doch ein Klacks. Easy. Gib Gas. Denk dran, beim Surfen geht es um Balance. Die erste Wasserrutschbahn kommt. Okay. Alter, ihr habt doch echt nicht alle Latten im Zaun, ne? Oh, die Strecke ist nur 1,3 Kilometer lang. Okay, die erste Wasserrutschbahn ist geschafft. Aber
bevor ich dich für den nächsten Rang anmelden kann. Los, los! Ach so. War nur die erste. Hier geradeaus, nimm den Geschwindigkeitsboost bis nach oben und überspring die Schlange. Alles klar, okay. Das heißt, es geht noch ein bisschen weiter. Er hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt schon vorbei gewesen wäre. So, erreiche den nächsten Zielort. Okay, da kommt die zweite Wasserrutschbahn. Denk dran, dich mit dem Wasser zu bewegen, nicht dagegen. Ja, tue ich doch. Oh, ja, 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 ja. Oh, das ist ja wie, als würde man auf der Wasserrutsche sein. Nein, warte, surf down? Oder? Wir haben diesen Ausdruck nicht. Welcome to Surfer's Paradise. Boah, ist das abgefahren hier. Okay, letzter Zielort. Das ist schon interessant, wie sich der Diora fährt. Und dafür, dass es aus dem Jahr 2000 ist, das ist eine digitalen Tacho-Anzeige. Ja, auch interessant. Ich glaube, das Fahrzeug gibt... Ach, die sitzt ja neben uns. Stimmt ja, da war ja was. Da war ja was. Die NPCs sitzen ja als Beifahrer hier. Okay. So. Ready to rumble? Okay, ich glaube, die Zeit wird noch mal ein bisschen knapp, aber ich glaube, kriegen wir hin. Ja. Easy. Das war der Wahnsinn. Ich trockne mir die Haare und du gehst wieder zur Akademie. Du bist jetzt im Profirang. Oh, und den Diora kannst du behalten. Ja, schmeiß mir doch mehr Geschenke um mich herum. Ja, ich nehme auch alles entgegen. Also wenn das so weitergeht, müssen wir uns ja bald keine Fahrzeuge mehr kaufen. Oh, ich hätte jetzt ein Thumbnail machen können, verdammt. Du hast die Qualifikation geschafft. Du bist nun offiziell ein Akademie-Profi. Ich habe alle neuen Events deinem Zeitplan hinzugefügt. Irgendetwas sagt mir, dass du sie lieben wirst. Willst du etwas mehr über Hot Wheels erfahren? Willst du mehr über den berühmten Orange Track erfahren? Absolut. Bin gleich da. Nein, nicht bin gleich da. Wir lassen uns bezüglich der Hot Wheels Horizon Story mal ein bisschen Zeit. Das bedeutet, ich glaube, das machen wir dann wie immer eigentlich ganz zum Schluss. Hätte ich jetzt gesagt. So, neue Strecken und Events stehen auf dem Programm. Diesmal für A-Klasse konzipiert. Und wir haben jetzt auch unsere erste Rundkursstrecke, die auch ganz schön groß und lang ausfällt. Okay. Wir machen mal Folgendes, ja? Also, ich habe... Da du nun im Profirang bist, können wir die schnelleren Autos aus der Garage holen. Versteh mich nicht falsch, wir werden hier oben irre Geschwindigkeiten erreichen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Jedes Mal, wenn du in der Akademie aufsteigst, lasse ich dich schnellere Autos fahren. Ja, das habe ich auch schon bemerkt, danke. Ich will mal... Nein. Ich möchte keine Horizon Tour, danke. Ich will gerne nochmal zu dieser Wasserrutsche hin. Einfach aus dem Grund, um nochmal ein Farbnetz zu machen. Das habe ich eigentlich komplett verdaddelt. So. Halt, kriegt man auch einen Boost, oder? So an Geschwindigkeit? Ich muss auch sagen, ey, ich finde, der Diora passt aber auch sehr, sehr gut hier auf der nassen Bahn. Ja, aber ich würde am liebsten mich da möglichst mittig aufstellen. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ey, ich fände es ja geil, wie die Wasserspritzer da auch noch andere Drehwinkel bekommen. Naja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Sehr schön. So. Das heißt, wir können jetzt auch endlich mit A-Klasse-Fahrzeuge an den Start gehen. Das finde ich doch mal ganz, ganz gut. Ja, ich denke mal, wir gucken mal, was die Hauptmissionen erstmal sagen. 90% abgeschlossen. Das ist schon mal nice. So, wir kriegen natürlich den Metropolitan Custom von der letzten Folge. Und dann haben wir noch das hier. Ich würde tatsächlich erstmal noch diese Mission abschließen wollen. Einfach mal, damit wir die Hauptmission allesamt komplett haben, weil dann haben wir dann noch 100%. Das passt dann auch sehr gut, würde ich sagen. So, fahre ein Auto der B-Klasse in weniger als 3 Minuten und 15 Sekunden vom Hot Wheels Außenposten zum Drachen auf den Hammerberg. Okay, das heißt, wir schnappen uns... Achso, nebenbei. 317 weitere Medaillen brauchen wir zum Freischalten der S1-Klasse bzw. des Expertenrang. Da haben wir auch nur 8 Hauptmissionen, aber dafür jetzt mehr Nebenmissionen. Alles klar. Sehr cool. Aber wir wechseln jetzt nochmal auf den Baja Bone Shaker. Ja, die anderen Fahrzeuge sind nicht geeignet, leider. Oh, schön, dass wir jetzt auch den Metropolitan jetzt zweimal haben. Ja, das Negative an dem Fahrzeug ist leider das Tuning. Also da kann man nicht so viel machen. Das vibriert auch schön, ne? So. Start am Außenposten, okay. Ja, importen wir uns einfach mal hin, würde ich sagen. Da sind wir auch. So, und erreiche den Drachen auf den Hammerberg im Canyon. Wo ist denn das eigentlich? Aho! Aho! Okay, man hat uns schon den Weg markiert. Das finde ich gut. Ja, weil ich wäre jetzt komplett ahnungslos. Canyonsprungbauplatzhalter. Feuerbauplatzhalter. Okay. Ist das dann fürs Event Lab oder? Also. Okay, interessant. Das werden wir uns vielleicht auch nochmal anschauen. Ja gut, ich würde mal sagen, es geht los, ne? 3 Minuten 15 haben wir. So, Feuer frei. Dann gucken wir mal, was der Bone Shaker da nochmal drauf hat. Boah, hier ist schon wieder der Geschwindigkeitsraus. Der ist so real. So, mal gucken, ob ich die Geschwindigkeit jetzt auch halten kann. Ja, aber so von meinen Ersteindrücken her, um da mal ein bisschen drauf einzugehen, also das ist, macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen, ne? Also klar, natürlich, ne? Man muss ja jetzt nicht unbedingt Hot Wheels Fan sein, bin ich ja auch nicht, um halt dennoch Spaß haben zu können an der Expansion. Und das tut sie auch tatsächlich. Ne? Das Einzige, wo ich ein bisschen kritisieren müsste, aber ich denke mal, da wissen gerade die Horizon 3 Expansion dann gespielt haben, die wissen dann vielleicht ein bisschen mehr. Und zwar, ja, ist das Farbphysik so ein bisschen das Problem. Ach, kacke. Das Farbphysik, genau. Nee, die Farbphysik, das ist so ein bisschen das Problem hier tatsächlich. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde, die Herangehensweise, die Playground Games gemacht hat, um es uns halt so natürlich so einfach wie möglich zu gestalten, ne, damit wir auch die Loopings und diese ganzen Special Streckenabschnitte hier befahren können, finde ich halt natürlich ganz gut, dass sie das dann auch ein bisschen angepasst haben. Aber man muss sich halt erstmal reinfuchsen, beziehungsweise überhaupt in diese Physik reinkommen. Und ja, dass man halt noch relativ oft die Wand knutscht, obwohl man dann gebremst hat. Das ist schon ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das in Horizon 3 war, weil vielleicht war das ja noch viel, viel schlimmer. Und gerade für die unter euch dürfte es ja eher ein Segen sein.
weiß ich ja an der Stelle nicht. Aber das ist ja so der bisher einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Weil bisher muss ich sagen, so von meinem Ersteindruck gefällt mir die Expansion eigentlich soweit ganz okay. Ja. Mal gucken, wie sich das dann natürlich über die nächsten Folgen sich zeigen, ne? Und wie viel Content uns dann noch geboten wird. Da ist der Drache. So, den möchte ich mir aber jetzt auch einmal kurz genauer anschauen. Oh boy. Das ist ein Bild für die Götter, wa? Ah, so als hätte man da irgendwie ein bisschen was von Lego noch gehabt. Aber sehr cool. So, damit haben wir das jetzt auch abgeschlossen und sind jetzt auch offiziell bei 100%. Ja, was natürlich unser Anspruch ist. So, wir kriegen jetzt ein Kleidungsstück wieder und da haben wir noch die Hot Wheels Mütze. Ja, und damit haben wir hier alles abgeschlossen. Könnten jetzt theoretisch mit der A-Klasse weitermachen. Ich würde sagen, das machen wir auch. So, ein echter Klassiker. Gewinne alle 4 für den Profi-Rang freigeschalteten Rennen der A-Klasse. Wow, okay, da geht jetzt schon richtig zur Sache. Machen wir auch. Ich würde aber sagen, wir machen die Hauptmission immer so, dass wir sie halt einfach von oben nach unten durcharbeiten. Denke ich mal, ist im Prinzip auch am sinnvollsten. Und wie gesagt, die Nebenmission können wir halt einfach mitnehmen, ne? Gibt es auch ganz schön viel freizuschalten. Oh, es gibt auch den Dually Custom Hot Rod freizuschalten, sowie den Rip Rod. Ja, das sind Fahrzeuge, die wir auch schon davor bekommen haben, in Serie 9. Ja, die konnte man sich allerdings nur über Wheelspin erglückschaften. Oh, da kriegen wir den Schuhpan. Okay, let's go, würde ich sagen. So, ja, dann machen wir einfach mal die 4 Rennen. Ja, wie gesagt, klappern wir die Hauptmission von oben nach unten einfach durch. Das ist, glaube ich, mit am angenehmsten, würde ich sagen. Wir haben auch 4 Strecken nur, ne? Sieht sehr stark danach aus. Okay. So, Canyons dropped. Da sind wir auch, glaube ich. Passt auch ganz gut. Deswegen fahren wir einfach mal diese Strecke. So, das heißt, wir drehen um. Boah, gut, dass wir jetzt auf dem Magnetfeld sind, ne? Weil so können wir jetzt nicht runterfallen. Als ob ich das gewusst hätte. Ah, nee. Ist falsch rum. Euch Doofkopf. Schade, dass der Drache irgendwie nicht seinen Mund aufmacht. So, dass er uns halt wirklich richtig anbrüllt. Das wäre mal noch ein cooles Feature. Oh, der wedelt aber mit seinen Flügeln. Ey, diese Speed-Parts, ne? Diese Speed-Bereiche, die sind halt einfach in 400 Metern rechts abbiegen. Anders heftig. Sag mal, das sind Speed-Bereiche. Rechts abbiegen. Also ich habe gerade das Wort jetzt nicht dafür. Tempofelder, oder? Ja, könnte man sagen, Tempofeld. In 400 Metern links abbiegen. Oder Geschwindigkeitsboost. Oder Boostfelder. Ja, genau, Boostfelder. Ich bin ja immer noch irgendwie echt so ein bisschen teilweise total verplant hier. Aber gut. Ist ja auch aktuell von der Hitze her extrem unerträglich zurzeit. Aber soll mich ja natürlich nicht davon abhalten, für euch auch irgendwo Folgen zu produzieren, ne? Und insbesondere für eine Expansion, ne, was ja gerade frisch rausgekommen ist oder mittlerweile jetzt schon frisch erschienen ist. Scharf rechts abbiegen. Übrigens, im Park kann man für Schnellreisen nicht bezahlen. Die Hot Wheels Leute wissen, wie man Autos bewegt. Ah, danke. Cooler Hinweis. Also muss ich jetzt nochmal in den Fotomodus gehen. Ja? Also,
Ich finde diese Konstruktion sehr interessant und meine Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, kommt ihr jemals hier wieder raus und habt ihr keine Höhenangst? Und ich finde das schon ziemlich gefährlich, dass ihr da so einfach so auf einer Dachterrasse sitzt und ihr so denkt, hey, da fährt ja jemand hier wieder auf so einem Magnetfeld hier rum. Boah, das sieht einfach echt aus, als hätte man wirklich so eine Spielzeugversion, ne? Ziehe mich immer noch ein bisschen links abbiegen. Überrascht, muss ich sagen. So, alle vier Rennen müssen wir gewinnen. Also das wird auch eine Mammutsaufgabe, gerade halt mit den Drivataren. Aber gucken wir mal, ne? Schauen wir mal. So. Ey, teilweise regt mich aber auch irgendwie echt auf, dass da die Hitbox hier nicht Du abgespielt hast wird, dein ne? Ziel erreicht. Das finde ich schon ein bisschen doof. Oder vielleicht wird da halt nur der Reifen hier getappt, an der Wand. Weiß ich nicht, aber bisschen komisch. Horizon Hot Wheels präsentiert Gefahrensprint, Canyons Drop. Fahre abseits der bekannten Wege und begib dich in diesem Gefahrensprint in die Tiefen des Giants Canyon, die jedem Offroader einiges abverlangen. So, natürlich können wir jetzt auch mit einem beliebigen Straßenfahrzeug an den Start gehen, aber, ne? Ich meine, das ist natürlich der absolut krasseste Fehler, den man machen kann, aber ganz im Ernst, ich gehe mit dem Theora am Start, an den Start. Das Traurige ist, es ist einfach von den Hot Wheels-Fahrzeugen das Beste, was wir für Offroad haben. Das sagt schon so ein bisschen über die Fahrzeugauswahl aus, ne? Aber gut, geben wir dem Diora seinen Spotlight. Hat er sich ja auch irgendwo verdient. Oh, wir fahren auch gegen andere Hot Wheels-Fahrzeuge. Das ist cool. Wir fahren nur gegen Hot Wheels-Fahrzeuge, ne? So ziemlich. So. Alter. Ey, die Drivatare legen immer noch so einen krassen Headstart hin und schon wieder blocken die mir den Weg. Och. Es macht ja aber auch wirklich, um mich zu ärgern. Kann das sein? Upsi, habe ich glaube ich ein bisschen mal zu stark gecuttet. Aber eigentlich wollte ich dem Dually Hot Rod ausweichen. Weil der mir sonst wieder hier die Kurve geschnitten hätte. Ja, kann ich jetzt auch mal vielleicht mal den Checkpoint hier vernünftig nehmen? Ohne dass ich da die Drivatare rahme. Oh, es geht Offroad. Das ist jetzt schlecht. Wir haben nämlich keine Offroad-Reifen. Ich kann jetzt nur beten, dass die Drivatare es auch nicht haben. Bitte. Wow. Das kann jetzt witzig werden. Oh. Der Motorenklang vom DRR finde ich ganz schick. Hört sich echt gut an. Hat so ein bisschen was vom Jaguar, ne? Okay. Die Drivatare haben Offroad-Reifen. Ja, und ich rutsche auch mit dem Diora ganz gut. Eieieiei. Okay, ich denke mal, potenziell können wir sehr, sehr. Wow. Das hat es ja richtig hart abgebremst. Es gefällt mir ganz und gar nicht, dass die Drivatare jetzt schneller sind, ne? Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ich glaube, der Diora war keine gute Wahl. Oder ich hätte dem Fahrzeug vielleicht Offroad-Reifen aufziehen müssen. Okay, ich glaube, die Entwickler meinen das wohl ein bisschen ernst, was das angeht. Ja.
Hui, das wird echt noch spaßig, muss ich sagen. Hui. Aber gut, ich denke mal, der Diora könnte vielleicht noch genug Power haben. Oh, ich hoffe mal vielleicht, dass wir noch irgendwie Streckenabschnitte bekommen, wo der dann noch mal der Diora gut pumpen kann. Bei 760 PS. Ist schon ganz ordentlich. Ah, okay, wir kommen wieder auf den Straßen. Was ist hier los? Und alle überspringen. Was ist das denn hier für ein Kack? So. Ey, wollt ihr mich doch jetzt komplett verarschen, oder? Oh Gott, jetzt geht's auch noch ins Wasser. Okay, wir haben... Bauen wir mal vielleicht Offroad-Reifen ein. Oder geländetaugliche Reifen und ändern da was am Fahrwerk, weil das geht, glaube ich, so nicht. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Irgendwie habe ich das aber, glaube ich, auch kommen sehen. Ja, das ist ein Profi am Start. So. Wollen wir uns mal generell mal angucken. Was ist das für ein Motor eigentlich überhaupt? Oh, mit Surfbrettern auch noch, ne? Nice. Okay, man kann da ein bisschen was am Fahrzeug machen. Aber gut, wir wollen jetzt Geländereifen aufziehen. Das machen wir mal. Und ja, Offroad-Fahrwerk vielleicht nochmal einbauen. Damit wir mal zumindest jetzt ein bisschen Schnitte gegen die Javatare haben, weil das geht ja echt gar nicht. Boah, wir kriegen so aufs Maul. Da muss man auch leider sagen, jetzt auch irgendwo zurecht, ne? Auch wenn die Javatare natürlich irgendwie wie wir ein bisschen cheaten, aber ja, gut, das ist leider ein grundsätzliches Problem. Was Playground hätte eigentlich schon beheben müssen, aber gut. Ist wieder ein anderes Thema. Gut, probieren wir es nochmal. Boah, der Motor scheppert aber anders. Ja, ich glaube, mit dem Riprod hätten wir auch beste Chancen, aber dieses Fahrzeug habe ich jetzt leider nicht. Ja, müssen wir leider jetzt mit dem Diora auskommen. Und den auf Offroad bauen. Gefällt mir persönlich jetzt auch nicht so wirklich, dass ich das machen muss, aber naja, wenn wir jetzt gegen die Javatare bestehen wollen, dann haben wir jetzt auch keine andere Wahl. Versuch Nummer 2. Weil wie gesagt, Power hat er ja genug. Und dass die Javatare noch mehr Power haben als ich, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber okay. Hallo? Es wäre vielleicht wünschenswert, wenn du mir vorne mir ein bisschen mehr Platz machen würdest. Boah, Alter! Ey, diese Javatare fahren teilweise so asozial, ne? Es ist auch noch schlimm, dass ich dieses Wort jetzt verwenden muss. Aber das beschreibt deren Fahrkünste aktuell sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, bessere Bremsen hätten dem Fahrzeug vielleicht auch gut getan. So. Boah, ich sag mal so, wenn ich jetzt schon Probleme habe in der A-Klasse jetzt so halbwegs um die vorderen Plätze mitzufahren, dann will ich mir echt gar nicht ausmalen, wie es mit der X-Klasse aussehen wird. Dann wird das ja echt eine Qual.
Okay, ein bisschen abgedriftet. Ich hätte mal eine Frage an die Hot Wheels-Kenner unter euch. Hatte Diora auch eine Spectra Flame-Lackierung? Ich meine, klar, ich könnte jetzt in den Fotomodus gehen und mir das natürlich so ein bisschen genauer anschauen, aber jetzt mal so eine Frage an euch. Wow! Du musst mich nicht besteigen, Kollege. Die haben ja auch Spectral Flame Lackierung, ne? So. Okay, die drei fahren da irgendwie vorne ihr eigenes Rennen und ich guck da nur hoch zu. Aber, boah, die Rennen sind echt ein bisschen herausfordernd, muss ich ganz ehrlich so sagen. Okay, ich nehme mir nochmal die Zeit und starte das Rennen nochmal und versuche mal dann, mich dann irgendwie direkt nach vorne zu katapultieren. Weil die Rennen sind hier echt anders schwer. Ey, diese Headstarts regen mich einfach auf, ne? So. Gut, wir müssen uns da ein bisschen uns durchrangeln. Anders geht's nicht. Da konzentriere ich mich jetzt auch ein bisschen. Mal! So. Jetzt einmal den Sprung. Okay. Wir haben dem Erstplatzierten, glaube ich, das Leben komplett genommen. Alter Schwede. Und der hat uns auch wirklich den Boost gegeben. Also somit haben wir jetzt auch nicht viel Geschwindigkeit verloren. Alter, wie schnell die aber auch sind, ne? Ey, bin ich so der Einzige, der Schwierigkeiten damit hat, oder? Das kann doch nicht sein. Das ist der einzige Volldepp, der Probleme hat gegen die. Wieso sind die denn so schnell? Was soll das? Ja klar, natürlich springen sie auch viel höher. Als ob sie da irgendwie so, ja, Gewichtsreduktion hier um 3/4 hier gemacht haben. WTF? Wow. Wow. Ey, also, bei aller Liebe, aber ich muss ehrlich sagen, also gegen die Drivatare hier Rennen zu fahren, macht er echt keine Laune. Und wie gesagt, wir reden ja immer noch über A-Klasse, ne? Also, es macht echt keine Laune, gegen die zu fahren. Weil, als ob die da überhaupt keinerlei eigene Fahrphysik hätten. Das ist ja echt nicht zu fassen. Ja, und dabei ist auch irgendwie der Diora auch ein bisschen schuld, ne? Weil, naja, so Kurven denkt er sich so, nope, 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 nope. Ey, das kann man mir echt nicht erzählen. Ich habe Offroad-Fahrwerk, ich habe Geländereifen und
verkackt das trotzdem aufs Übelste. Wie soll das eigentlich funktionieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Wow. Wie soll das denn funktionieren? Und mittlerweile tue ich mir auch echt ein bisschen schwer, den Schwierigkeitsgrad nochmal zu senken. Also das ist... Ey, gegen die Dramatare macht es echt keinen Spaß. Muss ich leider so sagen. Ja, nee. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Zumal sie auch noch nicht mal die richtige Route hier fahren. Was soll das? Okay, ich muss mir mal echt mal drüber Gedanken machen, ob ich den Schwierigkeitsgrad vielleicht nicht nochmal weiter senke, weil, naja, ne, ich will ja auch irgendwo... Was zur Hölle? Ich höre die ganze Zeit was, ich hoffe ihr auch, oder? Okay, das ist von diesem Ballon da. Ah. Okay. Ja, also wie gesagt, ich muss mir echt darüber Gedanken machen, ob ich da in der nächsten Folge nicht vielleicht den Schwierigkeitsgrad noch weiter senke, weil das ist wirklich eine Qual, gegen die zu fahren. Weil ihr seht das ja teilweise selbst, es macht eigentlich überhaupt kaum Laune. Also klar, natürlich, der Diora ist jetzt nicht so der Beste, was so Querbeschleunigung, Lenkfähigkeit und so weiter betrifft. Aber es kann in meinen Augen einfach nicht sein, dass man da irgendwie trotz alledem richtig aufs Maul fliegt, weil die Fahrzeuge hier unrealistisch schneller sind. Das kann eigentlich nicht sein. Also da geht mir wirklich so jeglichem Verständnis. Ja gut, muss ich mir mal zur nächsten Folge Gedanken drum machen. An dieser Stelle würde ich aber sagen, schließen wir das Ganze ab. Ist jetzt natürlich nicht so erfolgreich, aber dann können wir, naja, mit frischer Energie dann in die nächste Aufnahmesession starten und dann alle vier Rennen nacheinander wegklatschen. Ja, und dann gucke ich mal, vielleicht reduziere ich tatsächlich den Schwierigkeitsgrad, weil es geht echt nicht anders. Na. Ist halt so ein bisschen gegen meine Ehre, aber da kann ich halt leider nichts auch machen. Das ist einfach Kacke. Und so macht das auch wirklich keine Laune. Und das ist auch etwas, wo ich auch sagen muss, das muss ich ein bisschen kritisieren. Na, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem dieses Schicksal zuteil wird oder ob es auch andere Let's Player betrifft. Na, ihr könnt mir auch sonst gerne eure bisherigen Erfahrungen in die Kommentare reinschreiben, falls ihr die Hot Wheels Expansion schon durchgespielt habt oder falls ihr dabei seid. Ja, weil das beschreibt aktuell das Verhalten phänomenal. Und ja, in diesem Sinne würde ich aber sagen, ja, schließe ich diese Folge ab. Bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die heutige Folge dennoch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es in Form eines Daumen nach oben oder eines Abos auf dem Kanal. Wow, das habe ich jetzt zum ersten Mal betont. Naja, könnt ihr mir auch sonst gerne da lassen, wenn ihr natürlich möchtet. Fühlt euch nicht dazu gezwungen. Nee, viel wichtiger für mich wäre natürlich einen netten Kommentar oder auch konstruktive Kritik, wenn dann natürlich welches von eurer Seite angebracht ist. Und ne, diese versuche ich dann auch dementsprechend zu berücksichtigen. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, mache ich mir Gedanken wegen der Schwierigkeitsstufe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 Hot Wheels Expansion wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag und haut rein!